Das Wort hat nun Beate Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Regel habe ich ja meist Kritik. Heute möchte ich aber mal mit einem Lob beginnen, und zwar für den Arbeitnehmerflügel der CDU-CSU-Fraktion. Sie haben energisch die Initiative für einen Mindestlohn ergriffen und lassen auch nicht locker. Ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland ist seit Jahren mehr als überfällig. Bleiben Sie also dran, denn er ist die elementare Grundlage für mehr soziale Gerechtigkeit. Ich hoffe auch, dass Sie geradlinig bleiben und nicht zulassen, dass es x verschiedene kleine Mindestlöhnchen geben wird, die sich von Region zu Region oder zwischen Branchen unterscheiden. Und vor allem appelliere ich aber an Sie, Herr Weiß, vor allem, dass Sie auf einen Tarifvorrang verzichten. Die daraus entstehenden Probleme kennen wir ja in der Leiharbeit. Wollen Sie wirklich den Pseudogewerkschaften wieder Tür und Tor öffnen und dann wieder auf jahrelang auf Gerichtsverfahren hoffen? Und wollen Sie tatsächlich neue Beschäftigte erster und zweiter Klasse schaffen? Ein gesetzlicher Mindestlohn ist per Definition der kleinste gesetzlich zulässige Lohn. Er muss also flächendeckend und für alle Beschäftigten gleichermaßen eingeführt werden. Alles andere kann ich nur als Etikettenschwindel bezeichnen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt möchte ich aber noch mit vier Aspekten ganz kurz, aber ganz grundsätzlich werden für all diejenigen, die immer noch einen gesetzlichen Mindestlohn ablehnen. Erstens. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO listet bereits über 100 Staaten auf, die über einen Mindestlohn verfügen. Mindestlöhne gehören also längst weltweit zu den etablierten Instrumenten, um den Arbeitsmarkt gerechter zu gestalten. Die Bundesregierung hat das aber anscheinend noch nicht verstanden. Zweitens. Der Europarat wertet den fehlenden Mindestlohn in Deutschland als Verstoß gegen das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt, wie es in der Europäischen Sozialcharta festgeschrieben ist. Wir sind also längst verpflichtet, allen Beschäftigten, die diesen Schutz brauchen, einen angemessenen Lebensstandard durch einen Mindestlohn zu ermöglichen. Allein dieses Argument müsste ja eigentlich überzeugen. Drittens. Tarifautonomie und gesetzlicher Mindestlohn sind eben kein Widerspruch, im Gegenteil. Diverse Studien und auch die ILO belegen, Tarifautonomie und gesetzlicher Mindestlohn gehören zusammen und ergänzen sich. Neben den Verhandlungen der Tarifparteien dient der Mindestlohn dem Zweck, Beschäftigte im Niedriglohnbereich zu schützen. Das ist fair und fördert übrigens auch den sozialen Frieden. Und viertens, abschließend möchte ich kurz darauf eingehen, warum Sie sich auch jetzt in der Eurokrise mit Lohnpolitik und mit dem Mindestlohn beschäftigen sollten. Wenn Löhne im Verhältnis zur Produktivität niedrig sind, dann entstehen Ungleichgewichte. Und die sind eine Ursache der Eurokrise. Mit einer solidarischen Lohnpolitik, das heißt mit einem Mindestlohn und mit gerechten Tariferhöhungen, würde Deutschland endlich seinen Beitrag leisten für mehr makroökonomische Stabilität. Und wenn der Wirtschaftsflügel der CDU-CSU-Fraktion dies immer noch nicht nachvollziehen kann, dann hätte ich noch eine weitere Anregung. Klaus Schwab, der Präsident des Weltwirtschaftsforums, sagte jetzt diese Woche in Genf bei der Pressekonferenz, ich zitiere sinngemäß, der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form passt nicht mehr in die Welt. Wir haben die Lektion aus der Finanzkrise von 2009 nicht gelernt. Die globale Transformation muss dringend damit beginnen, dass sich weltweit wieder ein Sinn für soziale Verantwortung ausbreitet. Sehr geehrte Regierungsfraktion, beginnen Sie einfach hier in Deutschland, und zwar mit einem Mindestlohn. Vielen Dank.